Ja, also nachdem Theo so ein Schmetterling ist, der schon so vieles gemacht hat, fällt es mir mittlerweile selber schwer zu sagen, so wo ist es jetzt eigentlich? Ich glaube, das wissen auch die meisten Zuschauer, dass Theo schon vieles gemacht hat. Er hat eine Würstchenbude gehabt, er war Sprayer, er hat eine Kimonade erfunden, er ist ein kreativer Mensch, er ist ein verrückter Mensch, er probiert immer wieder was Neues aus, will sich immer wieder neu erfinden. Immer solche Menschen kennt man ja, ne? Die auch eigentlich nicht ruhig sitzen können, die sich permanent, die permanent eine neue Herausforderung suchen. Und dadurch, dass es ein paar Mal natürlich auch funktioniert hat, hat ihm das auch ein bisschen Wind unter den Flügeln gegeben. Moment, noch ist ja nichts passiert. Nein, aber wir arbeiten daran. Und Tom ist nicht nur davon begeistert, Großvater zu werden, er steht auch voll und ganz hinter dem Projekt Heidemobil. Und deshalb mache ich mich schlau, wann, wo und wie man das Konzept auf den Tourismusmessen bewerben kann. Lieber Theo, dafür gibt es Messekalender. Mhm. Ganz genau. Und wenn das dann alles floriert, kommt Mobil Nummer 2, dann Mobil Nummer 3. Angestellte. Ha? Das ist genau der Theo, den ich kenne und liebe. Optimistisch und voller Tatendrang. Was ich mal schön fand, es gab eine Pressemappe zu Rote Rosen. Und da stand, Frederik Böhle spielt den liebenswerten Chaoten Theo Lichtenhagen. Und nachdem ich diese Beschreibung gelesen habe, die ja auch irgendwie gewählt wurde, war ich sehr versöhnt und war sehr glücklich, weil das schon irgendwie so mein Ziel war, genau so eine Figur zu spielen, einen liebenswerten Chaoten. Oder traust du mir das Kinderding einfach nicht zu? Theo Lichtenhagen, dir. Dir traue ich alles zu, aber ich... Aber was? Ich wusste einfach nicht, dass du dir das schon vorstellen kannst. Ich bin in den besten Jahren. Ich habe die tollste Frau, die ich mir vorstellen kann. Also, warum keine Kinder kriegen? So klug wie ich, so schön, so entzückend wie du. Ich persönlich stehe nicht hinter allem, was Theo macht. Und Theo würde sicherlich nicht hinter allem stehen, was ich mache. Aber ich glaube, es gibt doch eine ganz große Schnittmenge. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir befreundet wären, wenn Theo eines Tages mir in einer Bar begegnen sollte. Dann, glaube ich, würden wir vielleicht das ein oder andere Bierchen trinken.